Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Ja, wir werden jetzt sterben. Ich will erstmal nur einen locken. Ja, komm her. Scheiße, jetzt kommen sie alle. Hallo, hallo, hallo. Boah. Ja. ja. Ich denke, das mit Kaya wird noch nicht so schnell gehen. Ah, das ist schwer. Ah, das ist verdammt schwer. Ich hätte ja am liebsten nur einen. Ja. Ah, jetzt kommen sie trotzdem wieder alle. Oh, die sind alle zu stark. Die sind alle viel zu stark. Die sind alle viel zu stark. Das geht so nicht. Ray wird vom Kopfgeldjäger verfolgt. Ja, das ist scheiße noch. Das in der Kuppelstadt wollen mit Waffen beliefert werden. Dies ist nicht im Sinne der Waffenembargo. Page will das. Ja, genau. Wo ist der? Da hinten. Wir sind da. Gut. Ich muss erst die kleinen Quests machen. Die sind alle noch mit Totenkopf verziert. Das wird nicht gut gehen. Aber ich habe Kaya zumindest schon mal dabei. Eigentlich ganz nett hier. Wer ist er denn da? Ey, warte mal. Ja? Ich suche einen Kerl namens Ray. Oh Er ist ein Outlaw und hat meist eine ziemlich große Klappe. Du hast ihn nicht zufälligerweise in letzter Zeit gesehen? Ray? Kenne ich nicht. Pass auf, du sagst mir besser Bescheid, wenn du den Kerl irgendwo siehst, klar? Was zahlst du für eine Information über Ray? Du nimmst besser den Mund nicht so voll. Du kannst froh sein, wenn ich dir deinen Schädel nicht verbeule. Ich weiß ja, wo Ray sich aufhält, aber ich möchte Ray nicht verpfeifen. Schon alleine, weil ich ja weiß, dass er auch einer unserer Gefährten wird. Oder werden kann. Was ist das denn? Ach, da unten das Vieh. Oh mein Gott, das ist so ein böses. Das ist ein richtig böses Vieh. Na gut, das Vieh kommt hier nicht hoch. Schönen guten Tag. Oh. Ja. Ich glaube, er hatte Spaß. Du siehst aus, als hättest du schon einmal große Elex-Kräfte besessen. Vermutlich ein ehemaliger Soldat des Eispalastes oder sogar ein Commander. Aber so wie du dich kleidest, ist das offenbar schon eine Weile her. Bist du wie die Kleriker zum Sterben hergekommen oder um Ware in Empfang zu nehmen? Was kann mir ein Separatist schon anbieten? Die Waffen meiner Gegner. Nie benutzt, nur einmal fallen gelassen.
Die meisten begehen den Fehler und unterschätzen uns in vielerlei Hinsicht. Und bevor du dich fragst, wo der Rest meiner Einheit ist, du wirst sie nicht finden. Ich bin allein unterwegs und so soll es auch bleiben. Trotzdem kann etwas Abwechslung nicht schaden. Seit das Elex nicht mehr konstant in meinen Körper strömt, genieße ich von Zeit zu Zeit die Gesellschaft anderer. Erzähl mir vom Vorfall mit den Klerikern. Ich musste sie töten, ohne dass ein Wort verschwendet wurde. Ihr Fanatismus ist mir fremd. Dennoch hat er gereicht, mich zu attackieren. Zwei von ihnen konnte ich erwischen. Die anderen beiden sind noch in der Nähe. Gut, dass du keiner von ihnen bist. Die Gefahren, denen wir Separatisten uns stellen müssen, nehmen mit jedem Tag zu. Aber wir führen die Unterhaltung besser später weiter. Da scheint jemand seine Niederlage ungeschehen machen zu wollen. Schnell, entscheide dich. Wirst du mir im Kampf beistehen? Du kannst auf mich zählen. Gut. Zieh deine Waffe und dann befreien wir uns von dieser Last. Was sollte das denn jetzt? Naja. Kaya, da musst du durch. Bleib hinter mir! Wenigstens habe ich Erfahrung gekriegt. Die Kleriker liegen im Staub und kein Zeichen von ihrem sogenannten Gott. Das sollte dem Rest von ihnen zu denken geben, wenn sie ihre Leichen verscharren. Da, nimm das. Betrachte es als Gegenleistung dafür, dass du mir nicht in den Rücken gefallen bist. Paige schickt mich. Paige? Die Menschen sehen alle gleich aus und führen eigenwillige Namen. Doch du kannst nur die Frau aus der Kuppelstadt meinen. Sie ist mir im Gedächtnis geblieben. Ich erinnere mich, dass sie an meinen Waffen interessiert war. Vertraust du ihr? Nein. Aber angesichts ihrer Lage ist es unlogisch, wenn sie versuchen würde, mich zu hintergehen. Solange meine Waffen den Streit unter den Menschen befördern, ist es gut für uns. Hier, gib ihr das. Für den Anfang wird es reichen. Den Rest werde ich ihr zu gegebener Zeit zukommen lassen. Hast du auch etwas für mich? Du ersuchst einen Separatisten um Ausrüstung? Du musst wirklich tief gefallen sein. Da, mehr kann ich nicht für dich tun. Nicht schlecht. Dankeschön. Hüte dich vor den Elexitoren. Achso, jetzt, okay. Handeln können wir jetzt nicht mehr mit ihm. Paige hab ich. Oder Daryl hat berichtet, dass der Kleriker anscheinend Kommunikationsprobleme mit dem Hort haben. Ich soll mich nützlich machen und ihnen zur Hand gehen, aber ihnen vor dem Bericht erstatten, was genau sie vorhaben. Ach, da muss ich jetzt zu Lutz, aber da muss ich ja sowieso hin. Ich muss ja eh zu Lutz. Weiß ich wenigstens, wo der sich aufhält. Er ist da oben irgendwo. Ist nicht schlimm, krieg ich hin. Oh. Oh. Ich Dovi. Natürlich ist die geschützt. Oh. Ich da jetzt nicht mehr dran gedacht habe. Finger weg von meinen Maschinen. Tut mir ja leid, dass ich das so direkt sagen muss, aber bei jemandem, der von draußen kommt, kann man schließlich nicht vorsichtig genug sein. Und ich kann niemanden gebrauchen, der mir hier Probleme macht. Die Energieregulatoren sind im Arsch. Der Überspannungsmesser schlägt aus ohne ersichtlichen Grund und die Schirmprofiler geben komische Werte zurück. Ich habe wirklich keine Zeit, mich um irgendetwas anderes zu kümmern. Erstmal muss ich mir eine Lösung für die ganzen Probleme überlegen, angefangen bei den Ersatzteilen. Erich schickt mich. Kalan sei Dank. Hast du den Energieregulator?
Ja, hier hast du ihn. Das Ding sieht etwas merkwürdig aus. Hat dir Erich den Regulator genau so gegeben? Ich habe es nur kurz liegen lassen. Ein Ortler hat irgendwas damit angestellt. Ja, ich bin ohne Umwege direkt zu dir gekommen. Okay, wenn das so ist, Erich wird sich schon etwas dabei gedacht haben. Danke, dass du es mir gebracht hast. Erich wird dir bestimmt eine Kleinigkeit geben für diesen Gefallen. Ich werde den Regulator sofort einbauen. Wir sehen uns. Ihr habt Probleme, Funkkontakt mit dem Hort in Ignadon herzustellen? Das ist doch... Woher weißt du davon? Das ist doch Verschlusssache! Einer der Outlaws hat Wind davon bekommen. Die Outlaws? Dann stellt sich die Situation noch schlimmer dar, als ich dachte. Denkst du, es ist nur dieser eine? Keine Ahnung. Mir hatte es jedenfalls ohne Umschweife anvertraut. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Da du eh im Bilde bist, wirst du mir dabei helfen, den Kontakt wieder aufzubauen. Was? Ohne ihn kann es schwierig werden, rechtzeitig Mensch und Material zu ordern. Und wenn ich das richtig einschätze, wird es dringend Zeit, genau das zu tun. Vielleicht werden wir uns einig. Das hoffe ich doch sehr. Denn wenn du uns nicht unterstützt, wird hier bald der Teufel los sein. Du kannst dir an 5 Fingern abzählen, dass es dann blutig wird. Erklär mir die Einzelheiten, dann helfe ich dir bei eurem Kommunikationsproblem. Es ist so, dass wir eigentlich schon längst eine ganze Einheit an Kampfmaschinen in Auftrag gegeben haben. Aber wie du dir denken kannst, sind sie noch nicht eingetroffen. Da ich mir keinen Reim darauf machen kann, muss irgendetwas die Produktion im Hort ins Stocken gebracht haben. Wofür braucht ihr neue Kampfmaschinen? Das weiß ich nicht und das ist auch nicht meine Baustelle. Vielleicht um die Stadt zu schützen oder um im Ernstfall einen Ausfall zu machen. In militärischen Dingen bin ich nicht so bewandert. Mir ist jedenfalls wesentlich wohler, wenn der Kontakt zum Hort wiederhergestellt ist. Du musst dich also so schnell es geht darum kümmern. Und kein Wort darüber zu demjenigen, der dich auf unsere Lage hingewiesen hat. Sonst sehen wir uns womöglich mit noch größeren Herausforderungen konfrontiert. Hier hast du die Koordinaten. Folgst du ihnen, wirst du im Nordosten auf eine Relaisstation stoßen. Halt einfach nach einer großen Antenne am Horizont Ausschau. Wenn alles schlecht läuft, wirst du den Antennenmast hochklettern müssen. Was? Dort irgendwo muss auch eine Vorrichtung sein, um die Antenne neu zu kalibrieren. Mit etwas Glück reicht das aus, um das Problem mit der Funkverbindung zu beheben. Okay. Das ist... Ja. Das ist ein Stückchen weg. Krumme Geschäfte. Genau, da muss ich ja noch zu ihr zurück. Verschlusskommunikation. Will das in Kontakt? Sicherheitsmal Erich will, dass ein Techniker Lutz ein Ersatzteil für die Kuppe. Stellenausschreibung. Raketenboden. Hochala. Hochala. Hahala. Ach, das ist die Kapuze im Weg. Die scheiß Kapuze ist im Weg. So. Naira? Rorik. Rorik habe ich noch nicht, genau. Glaube ich zumindest. Schön, wenn ich schon ein paar Sachen erledigt habe. Aber dass das mit der Kaya... Gut, ich habe mir ja schon gedacht, dass das ein bisschen zu viel wird. Rorik? Das ist Kaleb. Hey, du bist doch neu in der Stadt, oder? Ja, ich bin gerade erst angekommen. Dachte ich mir. Ich habe dich durch das Tor kommen sehen. Ich muss dich was fragen. Und zwar, ob du zufällig in letzter Zeit mal in Edan warst, in der Berserkerstadt Goliath, um genau zu sein. Ich selbst werde wohl nie wieder dorthin zurückkehren können. Aber ein guter Freund von mir ist noch da. Wer ist dein Freund? Vielleicht bin ich ihm begegnet. Sein Name ist Kral. Er war damals eine Wache beim Mana-Schrein. Er hat immer gehofft, eines Tages seinen Bruder Grima aus dem Konverter retten zu können. Kennst du ihn zufällig? Ich bin Kral begegnet. Er ist tot. Wirklich?
Das ist die schlimmste Nachricht seit langem. Ich war sogar schon drauf und dran, nach Goliath zu gehen und ihn dort wegzuholen. Irgendwie habe ich geahnt, dass sowas passiert. Dieses verdammte Land. Es macht mich wütend, dass ich die Kleidung der Berserker trage. Naja, trotzdem danke. Erzähl dich doch aus. Erzähl mir von deinem Leben in Nidan. Was gibt es da schon groß zu erzählen? Ich habe als Werker am Schlund gearbeitet. Das heißt, ich habe Elex aus alten Maschinen gewonnen. Ich wollte eigentlich immer den Nebelkrähen angehören und mich in der Kunst der Mutationsmagie ausbilden lassen. Aber meine Eltern haben mir das verboten. Auch wenn mich das nicht aufgehalten hat, es trotzdem zu versuchen. Tja, und das war dann wohl auch der Grund, warum sie mich verbannt haben. Ich habe mir regelmäßig Mana vom Schrein abgezapft, um selbstständig die Magie zu erlernen. Irgendwann haben sie mich erwischt. Auf dem Weg ins verbotene Tal konnte ich dann fliehen und jetzt bin ich hier. Und das war's. Ende der Geschichte. Nicht besonders spannend, was? Ich möchte eure Magie erlernen. Tja, daraus wird wohl nichts. Da müsstest du dich schon den Berserkern anschließen. Sie bringen keinem Außenstehenden ihre Magie bei. Aber ich weiß nicht, ob ich dir das guten Gewissens empfehlen kann. Wem du dich anschließt, musst du schon selbst wissen. Vivian schickt mich. Vivian? Geht es um den Job als Techniker für die Kleriker? Ja. Also ich weiß nicht, ob der Job etwas für mich ist. Mein ganzes Leben lang wurde mir eingetrichtert, dass Technik verboten ist. Seit ich hier in Abessa lebe, sehe ich das nicht mehr ganz so eng. Wie stehst du zu den Klerikern? Ich komme mit ihnen klar. Sie nerven mich nicht und ich nerve sie nicht. Mhm. Ich finde es gut, wie sie die Stadt führen, aber sie sind mir zu militant. Keine Ahnung, wie ich damit klarkommen würde, die ganze Zeit nur Befehle auszuführen. Wie groß ist dein technisches Verständnis? Naja, es geht. Da ich in Goliath am Schlund gearbeitet habe, weiß ich, wie die Elex-Technik funktioniert. Ich denke, ich könnte die ein oder andere Maschine wieder reparieren. Aber das war es auch schon. Was sind deine größten Schwächen? Autorität. Ich kann es nicht ab, wenn mich Leute von oben herab behandeln. Das war einer der Gründe, warum ich in Goliath immer angeeckt bin. Außerdem habe ich so meine Probleme mit dem Schreiben. Ich kann es zwar, aber ich brauche sehr lange dafür. Ich habe genug gehört. Alles klar, wir sehen uns. Jetzt nicht. Ich wollte aber nochmal mit dir reden. So, Vivian habe ich auch fertig. Ja, ich gehe jetzt erst zu Paige, dann zu Erich. Immer wenn sie den Mund aufmacht, höre ich nicht mehr zu. Bis später. Du bist wieder im Geschäft. Mehr hat er dir nicht mitgegeben? Ich hatte auf die großen Kaliber gehofft. Aber für den Anfang reicht es. Die Nachfrage ist jedenfalls ungebrochen. Hier, dafür, dass du dir die Füße wundgelaufen hast. Dankeschön. Mehr Waffen sorgen für mehr Sicherheit. Ihr habe ich noch nie vertraut. Ach, sie ist schon wieder da. Das. Wenn ich zum Achten mache, nicht falsch. Wegen der Kandidaten für dein Jobangebot. Ja? Myra wird den Job nicht machen. Wieso nicht? Sie wollte im Voraus bezahlt werden. Okay. Sie nicht zu nehmen, ist vermutlich eine gute Entscheidung. Das Risiko, einen Alp an unsere Technik zu lassen, war sowieso zu groß. Jetzt ist die Frage. Den Outlaw oder... Ich nehme den Berserker Rorik. Du solltest dem Berserker Rorik den Job geben. Einem Berserker? Kann er denn was? Er kann einigermaßen mit Technik umgehen. Das heißt, ich werde ihm noch etwas beibringen müssen. Aber das ist okay. Ich denke, er ist die beste Wahl. Danke, dass du mir bei der Auswahl geholfen hast. Hier, wie versprochen, deine Bezahlung. Ich werde mich gleich um meinen neuen Rekruten kümmern. Wir sehen uns. Möge Kalan deine Schritte begleiten. Gut. Sugestor? Weitergehen, Zivilist. Wo ist denn der Typ? Was willst du? Ich hab zu tun. Ich bin hier, um etwas richtigzustellen. Oh. Du möchtest etwas richtigstellen?
Halt! Bist du nicht derjenige, der die Separatisten gesehen hat, wie sie Verhandlungen mit den Alps geführt haben? Ja. Ja, genau. Also, was willst du? Und warum ist nicht Caleb hier, um das zu klären? Wir haben eine Befehlskette, falls du das vergessen haben solltest. Caleb ist nicht unser Anführer. Er regelt nur das meiste. Wie dem auch sei. Ich bin hier, um zu gestehen, dass ich für ihn gelogen habe. Du hast was? Ich habe Fank und die anderen Separatisten nicht gesehen, wie sie mit den Alps verhandelt haben. Ich habe nur gesehen, wie Fank sich mit einem anderen Separatisten unterhalten hat. Ich möchte nicht, dass sie meinetwegen aus der Stadt geschmissen werden. Zur Kenntnis genommen. Aber das wird ein Nachspiel haben. Eine solche Tatsache zu verschweigen bleibt nicht ohne Strafe. Aber darüber reden wir später. Ich habe jetzt zu tun. Wegtreten! Okay, meine Lieben, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.